So, na dann, willkommen zurück. Wir stehen weiter an der Tür, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar hier, bei dem Checkpoint. Quitsch! Und ich sag's nochmal, weil es vielleicht einige nicht mitbekommen haben werden. Man hört's auch schon ein bisschen, wenn ich auf die Tasten drücke. Ich habe eine neue Tastatur und eine neue Maus. Deswegen, also seit der letzten Aufnahme, also auf YouTube jetzt, letzte Aufnahme, noch die alte Tastatur, heute eine neue Tastatur. Das klingt aber schon ein bisschen anders. Tastatur knautscht jetzt nicht mehr bei jeder Berührung. Wie so ein alter Heuschuppen. Knautsch, knautsch. Oh, hier haben wir Sans. Der liebe Sans. Wie habe ich den nochmal gesprochen? Das ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal Undertale gespielt habe. Ich überlege, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Normalerweise kostet es 50.000 Gold, das Premium-Teleskop zu verwenden. Aber da ich dich kenne, kostet es dich nichts. Wie hört sich das an? Teleskop verwenden? Ja, warum nicht? Aha. Sieht rot aus. Aha. Ach, Mensch, Sans. Wie, du bist nicht zufrieden? Keine Sorge, du kriegst eine volle Rückerstattung. Ja. So, die Kiste mal verwenden. Handschuh, Plastikmesser haben wir hier. Im Inventar. Tja. Und was haben wir hier? Was ist ein Stern? Kann man ihn berühren? Kann man ihn essen? Kann man ihn töten? Bist du ein Stern? Ich glaube eher nicht. Würde den Frisk jetzt nicht als Stern betiteln. Die antiken Schriftzeichen wurden mit einer Liste über 21 Eissorten übermalt. Okay. Zu den Eisstand der Kiste. Es ist eine Kiste für Hiebkarten. Moment. Momentan ist sie leer. Okay. Hallöchen. Ich habe meinen Laden verlegt, aber es gibt noch immer keine Kunden. Ich weiß, habe ich schon eine Lösung parat. Hiebkarten. Jedes Mal, wenn du Nice Cream kaufst, bekommst du eine Hiebkarte. Wenn du 3 Karten hast, kannst du sie gegen gratis Nice Cream tauschen. Ich bin mir sicher, dass das für mehr Kunden sorgen wird. Nice Cream, das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 25 Gold. Okay, kaufen wir. Super, hier bitteschön, deine Karte ist eine Kiste. Du erhältst Nice Cream. Nice Cream, das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 25 Gold. Super. Hier bitte schön, deine Karte in der Kiste, du hast Nice Cream. Und wir haben noch 28 Gold. Das ist ein Vergnügen, dass dein Herz erfreut. Ist nur 25 Gold. Super, hier bitte schön, deine Karte ist in der Kiste, du hast Nice Cream. Jetzt müssten wir 3 Karten haben. Einfach mal ausprobiert. In der Kiste spielen 2 Käfer. Ein 3-Karten-Spiel. Eine Karte nehmen. Alle Spieler irgendwann Hiebkarte erhalten. Kiste enthält 2 Karten. Eine Karte nehmen. Du erhältst eine Hiebkarte. Kiste erhält 1 Karte. Eine Karte nehmen. Jo. Du erhältst eine Hiebkarte. Ah, schöner Text hier mit den Käfern. Finde ich toll. Hey, du hast 3 Hiebkarten. Willst du sie für Nice Cream eintauschen? Es ist gratis. Jo. Hier, gratis Nice Cream. Du verlierst 3 Karten. Und erhältst Nice Cream. Und er hat noch 6 Nice Cream. Okay, die könnten wir alle leer kaufen. Hat er keine mehr. Okay, aber wir haben kein Geld mehr. Das müssten wir im Inventar.
Das ist hier unter den Items. Nice Cream. Sehr schön. Können wir bestimmt gebrauchen. Wenn wir uns mal wieder heilen müssen. Bei Kämpfen, wo wir nicht kämpfen. So, weiter geht's. Hier runter. Was haben wir denn hier? Mit deiner Sprechblume. Du vernimmst ein Gespräch. Also, möchtest du dir nichts wünschen? Du vernimmst ein Gespräch. Nur eine Sache, aber das ist irgendwie doof. Ring. Hallo, hier ist Papyrus. Erinnerst du dich, als ich dich wegen der Kleidung anrief? Naja, die Freundin, die das wissen wollte, ihre Meinung über dich ist ziemlich mordlustig. Aber ich wette, das wusstest du schon. Und weil du das wusstest, habe ich ihr gesagt, was du mir erzählt hast. Ein Banane. Wenn ich natürlich wusste, nach so einer verdächtigen Frage, würdest du natürlich deine Kleidung verwechseln. Du bist so ein Schlaufuchs. Dann bist du sicher und ich musste nicht lügen. Betrug von keiner Seite. Mit jedem befreundet zu sein, ist so leicht. Krieg. Okay, ich habe das Bandana abgelegt. Ja, das ist jetzt natürlich gut. Habe ich natürlich nicht gemacht. Die beginnen Molzmars. Können wir schon, wahrscheinlich nicht. Ah doch, können wir schon. Gewonnen, du bekommst 0 XP und 0 Gold. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Schauen uns nach weiteren Blumen um. Vernimmst ein Gespräch. Sag so etwas nicht. Komm schon. Ich werde nicht lachen, versprochen. Aha. Das ist so sein Wunsch erzählen oder was? Okay, wir können nicht verschonen. Aha. Ja, wir entkommen. Verdammt. Säubern. Du fragst zu Bushua, ob es dich wäscht. Es springt aufgeregt umher. Grün fürs Spülen. Aha, okay. Bushua fragt sich, ob Tränen hygienisch sind. Ja, schon. Sehr schön. Was haben wir hier? Die Macht ihrer Seelen zu übernehmen. Das ist die Macht der Menschen Verzeihung, der Genoss hat genossen. Das ist die Macht, vor der die Menschen Angst hatten. Okay, wo gehen wir jetzt hier lang? Ach du Schande. Wo sind wir und was passiert hier? Hey, du da! Ich sehe, dass du hier bist. Ich bin Onionsan. Onionsan, hörst du? Onionsan. Achso, Onionsan. Okay. Du besuchst Waterform. Was? Es ist toll hier, was? Du liebst es hier, oder? Ja, ich auch. Ich mag es am liebsten. Auch wenn das Wasser hier seichter wird. Das war gerade ein Eimerschluck auf im Satz. Ich muss mich immer hinsetzen, aber
Das ist in Ordnung, besser als in die Stadt zu ziehen und in einem überfüllten Aquarium zu leben, wie alle meine Freunde. Okay. Außerdem ist das Aquarium sowieso voll. Also selbst wenn ich wollte. Aber das ist in Ordnung. Hörst du, an deinen wird alles berichtigen. Hörst du, ich werde hier herauskommen und im Meer leben. Hörst du? Das freut mich für dich. Hey, du da. Das ist das Ende dieses Raumes. Man sieht sich. Einen schönen Aufenthalt. Im Waterfall. Ja. Okay. Und wieder ein Angreifer. Shireen. Du lächelst. Du fragst Shireen, ob sie auch lächeln möchte. Shireen wird ruhiger. Am Rand liegt Aaron zustimmend mit seinem Kopf. Tschüss. Okay. Wir fliehen. Der nördliche Raum enthält einen riesigen Schatz. Aha. Für diese Macht gibt es keinen Konter. Ein Mensch kommt nicht an Monsterseelen. Wenn ein Monster stirbt, verschwindet seine Seele. Man bräuchte irrsinnige Kraft, um die Seele des lebenden Monsters zu absorbieren. Okay. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Seele einer besonderen Spezies, auch bekannt als Bossmonster. Die Seele eines Bossmonsters ist stark genug, um nach dem Tod zu existieren. Wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Ein Mensch könnte diese Seele absorbieren. Das geschah noch nie. Und es wird nie geschehen. Okay, ich schau mir mal den großen Schatz an, den wir dort haben. Aha. Ein unvergesslicher Song. Halt im Flur. Willst du mitspielen? Die ersten 8 Noten sind genug. Hm. Links unten, rechts oben, oder was? Hier steht ein Piano. Spielen? Aha, X beenden. Hm. Ach so. Verstehe. Okay. Okay, gibt es irgendwelche Hinweise auf Noten oder so, die wir spielen müssen? Die ersten 8 Noten sind genug. Okay, wo kriegen wir die Noten her? Noten. Okay, können wir skippen.
Nein, nicht normal. So müssen wir, glaube ich, erstmal weitergehen hier. Es ist eine Statue. Das Gestein zu ihren Füßen scheint trocken zu sein. Ich habe jetzt noch keine Noten gesehen, die wir stehen könnten. Bitte nimm einen Schirm. Vielleicht finden wir irgendwann noch Noten. Regenschirm mitnehmen? Ja, nehmen wir mit. Nimmst einen Regenschirm. Okay, der regnet's. Oh, schönes Spiegelbild. So, du hast einen Regenschirm. Wunderbar. Lass uns weitergehen. Hast du zufällig Noten gesehen hier irgendwo? Ich würde schon gern spielen dort. Mann, Andein ist so cool. Sie kämpft gegen böse Typen und verliert einfach nie. Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich jeden Tag ins Bett machen. Wenn ich wüsste, dass sie mich bekämpft. Okay. Okay, Noten habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Wie kriegen wir die ja noch? Also vor einiger Zeit hatten wir ein Schulprojekt, bei dem wir auf Blumen aufpassen sollten. Der König, Herrn Dreamer, hatte den Blumen selbst gespendet. Er kam zu der Schule und hat uns etwas über Verantwortung und so beigebracht. Ich habe nachgedacht. So, Junge, wie cool wäre es, wenn Andein zur Schule kommen würde. Sie könnte alle Lehrer fertig machen. Okay. Naja, wahrscheinlich würde sie nicht die Lehre fertig machen. Sie ist einfach zu cool, um unschuldige Leute zu verletzen. Da sagst du was. Ui. Wo sind wir jetzt hingekommen? Cool sieht das aus. Kurz meine Hintergrund genießen. Mit dem Ring können wir nicht. Wir können sie hinstellen. Sehr schön. Und Gebirge noch ein bisschen. Tolles Bild. Was als Endcard für die Streamaufzeichnung benutze. Ringschirme zurücklegen. Ja, wieso nicht? Legst den Schirm zurück. So, dieser Vorsprung ist viel zu steil. So, du wirst doch an deine sehen, richtig? Klettere auf meinen Schultern. Räuberleiter. Jo. Jo, geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde immer einen Weg. Oh, süßes Ding. Mist immer auf dir, auf die Fresse fällt. Okay, die Noten haben wir jetzt nicht gefunden. Wir sind wahrscheinlich auch schon nächstes dran vorbei. Die Menschen erklärten uns den Krieg aus Furcht vor unserer Macht. Sie haben plötzlich und gnadenlos zugeschlagen. Okay, ein Speicherpunkt. Der dumpfe Thron vom Regen auf die Höhendecke erfüllt dich mit Entschlossenheit. Einmal gespeichert bei der Waterfallbrücke. Sehr schön. Letzten Endes konnte man es kaum einen Krieg nennen. Gemeinsam waren die Menschen zu stark und wir Monster zu schwach.
Nicht eine Seele wurde absorbiert und zahlreiche Monster wurden zu Staub. Ja. Boing. Boing. Oha. Und dein... Ich wusste, dass da hier gleich was passiert. Ich hab's geahnt. Ah, shit. Schön ausweichen. Wo muss er hin? Ist glaube ich egal. Alles nicht, aber oha. Ja. Lass dich nicht treffen. Oh nein. Ich lass mich treffen. Bin nachlässig. Oh nein. Ich muss hier lang. Oh doch nicht. Bin ich sicher, wo muss ich lang? Oh nein. Ja, auch nicht. Hier vielleicht. Mist! Vielleicht gehen wir irgendwo. Nein, hier nicht. Mist! Ich dachte, ich wäre schon. Ah, verdammt. Game over. Es darf noch nicht enden. Zwei, bleib entschlossen. Weiter geht's. Wir geben nicht auf. Hier nochmal. Ah, das wäre ja relativ nah dran. Gut gesetzter Speicherpunkt. Boink, boink. Aufpassen. An wen? Der Kommandier. Mist. Das war ziemlich knapp. Die Ruhe. Nein, das ist nicht der Weg. Shit. Nein, ich auch nicht. Oder doch? Wo muss ich lang? Wo ist der Weg? Hier scheinbar nicht. Also offensichtlich da oben. Wenn man nicht Game Over geht. Da ging es doch da oben lang, oder? Hier schon wieder. Das wüsste jetzt gerne, wo der Ausgang ist.
Wo ist der Ausgang der Sache? Na komm, das kriegen wir schon hin. Ich werde sterben. Ausweichen ist nicht so meins. Das sieht gut aus. Beängstigend. Oh, hier geht's weiter. Wir sterben jetzt. Sackgasse. Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Wo bleibt an dein? Okay. Aha. Da ist sie. Oh, Schreck. Tod. Game over.